Ich bin jetzt Trainer seit 2 Jahren hier in Steigs und das ist mein Heimatverein und fühle mich pudelwohl hier. Bin schon eigentlich, ja, seit ich laufen konnte, habe ich da Fußball gespielt, die ganze komplette Jugend durch bis zur A-Jugend. Und in der A-Jugend bin ich dann damals nach Ulm, 46. Da habe ich den Schritt endlich mal dann gewagt, weg vom Heimatverein. Trotz dessen, dass alle so mehr oder weniger gesagt haben, ja, bleib doch hier in Steig, habe ich den Schritt dann damals trotzdem gewagt und bin jetzt dann mit knapp 34 Trainer hier in Steig geworden oder 35 Jahren dann. Und ja, ist ein toller Verein, macht richtig Bock. Ich kenne noch Leute von früher hier. Gerade mit Bruno, der Abteilungsleiter, habe mit meinem Dad zusammen in der AHA gespielt. Also sind immer tolle Geschichten, die so mehr oder weniger einen dann wieder einholen. Und ja, ist ein familiärer Verein, da hilft jeder jedem. Und eine coole Jungs, gute Truppe haben wir, vor allem fußballerisch ist ja einiges möglich hier. Also, meine Herren, gut zu. Aubach, ihr habt es am Donnerstag schon gesagt, Männer, und ich sehe es auch heute an eurer Reaktion. Wie ihr hier herlauft, wie ihr euch vorbereitet, wie ihr heiß seid aufs Spiel, Männer. Ihr kommt hierher, Platz ist gut, geiles Wetter, Gegner, Aubach, Männer. Wir brauchen heute ein anderes Gesicht wie letzte Woche in Bulafingen, Männer. Ein komplett anderes Gesicht. Ab jetzt, beziehungsweise schon vor 20 Minuten. Und das habt ihr bis jetzt gezeigt. Und wenn wir jetzt rausgehen, Männer, möchte ich, dass wir hochkonzentriert sind. Vor allem, Männer, dass wir das hier mal nicht aus den Augen verlieren, Männer. Unsere Ziele, was wir uns vor der Saison gesteckt haben, die haben wir in den letzten 2, 3 Spiele, beziehungsweise letzte Spiele vor allem, ein bisschen aus den Augen verloren, Männer. Konstante Leistung. Und das, Männer, heißt nicht erst, wenn der Schiri in das Ding reinpfeift und das Spiel losgeht, sondern jetzt! Und wisst ihr warum, Männer, dass ich das genau weiß, dass wir das heute bringen? Welche Jungs wieder Philipp, welche Jungs wieder Fex, weil die sie in den Dienst der Mannschaft stellen? Jens wieder da, Zische wieder da. Und das, Männer, das ist das, was uns ausmacht und worauf ich eigentlich auch stolz bin. Und worauf ich mich heute verlassen kann, dass ihr heute draußen komplett 100% bringt. Ich bin eher so der, wie soll ich sagen, ja. Der Trainer, der mehr oder weniger auf sein eigenes Team schaut, auf die Taktik, die dem Team liegt. Und ich bin nicht ein Trainer, der so eine Taktik einem Team aufzwingen möchte. Und das ist vor allem, glaube ich, im Amateurfußball wichtig, dass man so auf die Mannschaft eingeht, dass man nicht als Trainer kommt und sagt, so, jetzt werfe ich alles über den Haufen, das war alles scheiße vorher, sondern ich gucke, dass ich die Taktik mit den Jungs zusammen bespreche. Wir machen ganz oft was an der Taktiktafel. Und ja, ich bin eher so ein Trainer, der auch aufs Menschliche achtet, vor allem mit den Jungs viel redet und der auch auf Sorgen eingeht, die die Jungs außerhalb haben vom Fußball. Das ist nämlich brutal wichtig, auch in diesen Ligen. Da sind die Sorgen oft größer wie, ja. Oder da kommen sie mehr zum Vorschein und sind oft auch wichtiger wie der Fußball. Da ist es bei mir so, dass ich oft auch im Training und vorm Spiel Hinweise auf Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten entscheiden oft Fußball. Und wie schon gesagt, im Amateurfußball, das sind oft Kleinigkeiten dann, die den Ausschlag geben, warum es nicht reicht, um höher zu spielen. Und das finde ich dann oft schade, dass Spieler das nicht nutzen, dass sie dann quasi ja, so kleine Fehler wie der erste Ballannahme oder den Blick, den Kopf hochnehmen und den sauberen Ball zu spielen, dass das oft dann schlampig gemacht wird und zu überhastet. Und das finde ich oft schade und da rege ich mich auf. Ich reg mich nicht auf über eine gute, herausgespielte Torschance, die dann nicht im Tor ist. Weil wenn die Chance geil rausgespielt ist, mein Gott, das passiert ab und zu mal. Aber wie gesagt, ich reg mich eher dann über Sachen auf, die ja, so unnütze Fehler. Dass wir bereit sind, Philipp. Bereit sind heißt, auf Abseitskante stehen und dann kommt der Ball, der Sechser versucht mal so anzulaufen, dass man den Ball mal direkt da reinspielt. Okay? Die werden uns vorne nicht anlaufen. Ich denke, dass sie uns hier Höhe, Mittelkreis attackieren werden. Das heißt, dass wir brauchen Bewegung im Mittelfeld. Vor allem hier im Zentrum. Koni, Robin, Jens, Bälle abholen. Und das ist eine riesen Möglichkeit, Männer. Direktes Spiel. Aber nicht direkt quer, sondern direkt prallen lassen oder vertikal lang.
Nichts quer. Habt ihr gerade draußen gesehen, was passiert, wenn man quer spielt? Spritzt der Gegner dazwischen. Das ist eine Option, Männer, ganz klar. Hinten raus spielen. Sechser läuft so an, dass er den Ball direkt spielen kann. Philipp auf der Abseitslinie. Nicht immer abseits, sondern immer mit Auge und dann Tempo. Dann läufst du den sowas von. Ja, Männer. Taktik hin oder her. Ich hab's schon mal gesagt. Es ist brutal. Es ist brutal da draußen, Männer. Vor allem Erbach, die spielen gegen den Abstieg. Und wir Männer, wir haben so Möglichkeiten, Männer, nochmal Punkte zu sammeln. Nochmal hier mindestens Platz 5. Jetzt sind wir noch in der Region, dass wir da reinrutschen können. Und das wollen wir auch behalten, Männer. Wir gehen jetzt raus. In 5 Minuten fangen wir an mit warm machen. Und Männer, ihr habt es aufgeschrieben, Leidenschaft und Wille. 3 Punkte. Und was haben wir heute Abend? Eine geile Party. Raus, auf. Das interessiert die Wahnsinn. Die kommen immer zu mir und fragen, wie hast du das früher gelöst und so Situationen im Spiel. Und teilweise ja, schauen sie es auch ein bisschen auch auf zu einem. Und das sind so Sachen, die natürlich toll sind. Aber ich sage immer, Jungs, ihr seid selber Fußballer und ihr müsst gucken, dass ihr das Bestmögliche aus euch rausholt. Und ja, im Fußball ist ja einiges möglich, dass man vielleicht nur eine Liga höher spielt, vielleicht sogar 2 Ligen, aber also einzelne Spieler, dass die vielleicht noch ein bisschen höher kommen können. Aber das Wichtigste ist, dass ein Fußballer immer alles aus sich rausholt. Und das habe ich in meiner Karriere gelernt und das versuche ich den Jungs hier immer so nahezulegen. Die hören die meiste Zeit irgendwelchen Hip-Hop oder irgendwelchen, ja, das ist nicht so meine Musik. Also ich höre zwar schon so die Charts hoch und runter, aber ja, ich und der Markus Straub, wir sind ein bisschen älter, mein Stürmer vorne drin und wir schütteln immer nur den Kopf. Aber wenn es den Jungs hilft, sollen sie es lassen. Ich hüpfe immer ein bisschen mit, aber nee, das ist den Jungs ihre Sache und wenn sie sich dabei pushen können, ist es okay. Klar wollen wir irgendwann vielleicht auch mal Landesliga spielen, aber ich sage halt, in der Landesliga muss man bis nach Stuttgart fahren, da muss man viel mehr investieren, muss man auch gucken, dass man ja, die Strukturen um die Mannschaft im Verein vielleicht ein bisschen anpasst, aber ich glaube, das ist hier in Steig, wäre es möglich oder ist es möglich, aber im Moment noch nicht so das Ziel. Offensiv, zieht an, Männer, komm! Offensiv! Okay, Männer, 5 gegen 5, den Ball laufen lassen, so gut es geht hier. Ohne Außen. Fix, komm, fix, komm schon mal außen, anspielen. Fix auf der Seite. Sein! Ja, sicher, an Fabi. Aus da. Fabi, guck mal hier, sicher. Guter Ball. Ja. Hey, komm, komm, komm. Außen mitnehmen, Hupe. Sicher, mach zu noch. Ja. Sein! Komm, schön. Hopp! Auf die Idee kamen wir, wo der Martin in Heidenheim verletzungsbedingt musste er aufhören. Dann kam er ein paar Mal zu uns ins Training, zu den Aktiven. Hat dann auch ein paar Minuten mal gespielt, so 2-3 Spiele. Und zu dem Zeitpunkt hat unser damaliger Trainer, der Jochen Holl, ein Angebot von Heidenheim gehabt, in der Jugend zu übernehmen. Hat er dann angenommen, dieses Angebot. Und dann mussten wir einen Nachfolger suchen und da hat sich der Martin angeboten. Ich meine, er kommt aus der Gemeinde Steig, hat in der Jugend bei uns Fußball gespielt und ja, er kennt Fußball, war ja in der zweiten Mannschaft Co-Trainer in Heidenheim, war also ein bisschen vorbelastet und die ersten Gespräche haben wir gleich einen guten Draht zueinander gefunden und es war innerhalb von ein paar Stunden war das Ding dann eingetütet, hat er zugesagt bei uns trainieren, jetzt ist es die zweite Saison bei uns, wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit, er hat einen guten Draht zu den Spielern, auch vom Alter her passt. Wir haben eine junge Mannschaft und ja, es passt eigentlich im ganzen Paket. In der Regel ist es ein ruhiger Trainer. Es kann aber schon mal sein, dass er emotional wird. Ist relativ selten, aber es gibt Situationen, wenn es einfach zu schlecht ist, was die Jungs abliefern, dann kann er auch sehr emotional werden. Aber in der Regel sehr sachlich und fachlich kompetent. Also passt. 9! Markus, ja, Schmolz. 11!
Für den 13, oder? 12? Probe, oder? Nee, was hast du? Ach, dieser Blöd. 17. 18, oder? Ja. 20, Nico. Ja. 6. Ja, 6, oder? Ja. 6. 14. 4, Jens. 16, sicher, oder? Hammer, ne? Erster Ball, Anspiel auf den Jens oder auf den Robin, Koni. Langer Ball, linke Seite, Kube läuft durch. Wir gehen alle links vor. Alle links vor. Hey, Männer. Und richtige Eins, ja, fängt von hinten an bis vorne, nicht so wie letzte Woche. Wir müssen als Team eng zusammenspielen, nicht zu weit, gell? Hinten nachschieben, vorne Druck machen. Wer schlägt ihn? Koni schlägt. Fabi, du links oder auch? Jo, ich bleib hier stehen. Jetzt ganz fix. Hau rein. Richtig laut. Okay, wenn wir schon aufkommen, auf geht's. Oh, ja. Niemand. Ja, ist einfach heiß. Vorfrischen, wir haben am Dienstag und am Donnerstag im Training gesagt, zwei Wochen hat Simon und mal volle Kanne durch, Männer. Haben wir am Donnerstag im Training gemacht, war richtig geil, Tempo drin, Männer. Zweikampfvorteil war drin und das müssen wir heute wieder auf den Platz bringen, ja? Von Anfang an da sein, wie wir es gesagt haben, beim Anspiel, der erste Ball geht nach vorne, das ist heute unser Ziel, nach vorne spielen. Mutig spielen, habt Eier in der Hose, Männer. Aber trotzdem, als Mannschaft agieren, zieht euch hoch, wenn was nicht läuft, okay? Wir sind ein Team, so treten wir heute auf. Zeigt es den Zuschauern, zeigt es dem Gegner, Männer. Und dann gehen wir raus, erster Ball kommt an. Jeder gewinnt seinen ersten Zweikampf, Männer. Und dann bleiben die drei Punkte hier, da bin ich mir ganz sicher. Wir gehen jetzt raus und dann 90 Minuten Vollgasveranstaltung da draußen, okay? Und los, wir sind ein Team! Okay, Männer, Probleme einer? Robin, ist okay bis jetzt? Geht. Ja, drüber beißen. Sicher auch, drüber beißen. Ja. Geht. Also, Männer, bisschen gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind, Männer, haben wir uns wieder das Leben unnötig schwer gemacht. Die ersten paar Minuten. Und dann, hallo Bach, war so mehr oder weniger eine sichere Aktion. Seine zwei Aktionen, Männer. Da müssen wir gucken, dass wir Situationen, wie wir es in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten, Tempo über außen, Tempo über, gut, eher linke Seite, wie rechte Seite, Philipp, aber du machst deine Sache ordentlich. Linke Seite, Hupe, überragendes Tempo. Aber, da hast du Glück gehabt beim Tor, ey. Ich sagte dir vorhin, nimm den Ball mit der Innenseite an, was machst du denn wieder mit der Außenseite an? Der springt ja wieder so hoch. Zum Glück ist der Koni gut da gewesen mit dem linken Huf und hau das Ding rein. Männer, aber, jetzt ist die Gefahr riesig, Nico, hinten. Wir müssen. Wir dürfen den Ball nicht springen lassen. Die spielen lange Bälle und hoffen, dass der Meier irgendwie, dass der Ball durchflutscht und dass der alleine auf Pussy zuläuft. Da jetzt aufpassen, nicht rauslaufen lassen. Das heißt, klar, wenn wir Ball besitzen, schieben wir vor, schieben wir nach, aber Ballverlust. Die spielen den ersten Ball lang. Das heißt, absetzen, einmal hat er es richtig gut gemacht. Momo, Oberisch, einmal richtig gut abgesetzt, aber den Ball nicht springen lassen, Nico. Versuchen den Ball trotzdem zu köpfen. Weil sobald der Ball springt, hat der Gegner eine Chance, wieder an den Ball zu kommen. Okay? Wichtig, immer den ersten rausköpfen. Das ist auch voll gut, da haben wir, haben wir die langen Bälle vorbereitet, haben sie nicht direkt gespielt. Ja. Also, kombinieren und dann, wenn wir im Mittelfeld sind, dann verteilen wir sie schon nach außen. Mehr auch Kommandos. Ja. Kein Kommando immer, wenn wir dann im Mittel sind, einfach nur Dreh oder Klatsch. Und wenn man Ballbesitz sind, Fabi, ein, zwei Mal hier dribbelst, auf den Gegenspieler zu, vorher schon wissen, wo oder im Auge haben, wo spiele ich den Ball hin, schnell spielen. Andere Seite sicher auch. Puh. Was? Knappe Kiste. Das war knappe Kiste. Vor allem hier defensiv einmal. Wenn der Pech hat, sich wieder rot. Ach so. Mach warte schon. Hat er erst 4 Wochen Pause gehabt? Ich hab gedacht, du hast schon angespuckt zu nein. Und hier dann, das war danach. Erste Situation, haust den um, zum Glück geht der Ball durch. Wo der normale durchläuft. Ach so, ja. Und dann die zweite Situation, schuckst du den um. Nee, ich hab den nicht. Na, nix aber. Kein Widerwort mehr. Hey, sicher. Das geht gar nicht. Bist jetzt nach 4 Wochen Pause wieder da?
Also, bisschen Ruhe. Hinten raus, Pupsi, sehr gute Kommandos. Es darf uns nicht passieren, dass beide Sechser sich rauslaufen lassen. Ein Sechser. War es nach dem Einwurf? Kann. Das wäre noch schlimmer. Das wäre noch schlimmer. Nee. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt beide Einwürfe. Hobi, du musst eins zurück und der Fabi auch. Der Momo muss nämlich auch mal rausrücken. Ja. Nee. Sonst nicht beide Sechser rauslaufen lassen. Okay, Hobi, ganz gefährlich. Leidenschaft, bitte, Männer. Ich da. Geh mal raus, du Ein bisschen Kopf. Weniger. Kühle Kopf bewahren. Man weiß natürlich Bescheid, dass Martin auch mal höher gespielt hat. Und das hat es uns aber auch nicht arg irgendwie eingeschränkt oder in irgendwelche Form. Wir können ja eigentlich eher von ihm profitieren, weil er eben sehr, sehr große Erfahrung hat. Und es hat sich auch damals schon wieder gespiegelt, als er selber gespielt noch hat. Und als Trainer natürlich umso mehr, weil er viele, viele Impulse uns geben kann. Er ist eher der Ruhige. Er ist eher sachlich, das heißt, jede Ansprache ist sehr, sehr sachlich, kann aber auch mal in die andere Richtung gehen. Das heißt, wenn wir gerade mal vielleicht ein weniger gutes Spiel gemacht haben, eine weniger gute Halbzeit, dann kann er auch mal, sagen wir, ein bisschen lauter werden, was aber auch absolut in Ordnung ist, weil als Trainer muss man auch mal andere Gesichter zeigen. Wir sind also jetzt in der Laufenden Saison sehr, sehr zufrieden. Klar, wir haben hin und wieder auch ein, zwei Spiele dabei gehabt, die jetzt weniger gut waren. Unser Ziel war mindestens Platz 5. Da sind wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen drunter. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Wir sind aber durchwegs sehr, sehr zufrieden. Bringen unsere Leistungen auch regelmäßig und nach Luft nach oben ist im Prinzip fast immer. Fußballerisch hatte ich meine schönste Zeit in Heidenheim, vor allem nach dem Jahr in Ingolstadt oder nach einem beschissenen Jahr in Ingolstadt. Fußballerisch für mich lief es richtig schlecht. Bin ich dann nach Heidenheim gekommen. Bin richtig gut aufgenommen worden dort und habe dann 5 Jahre lang meinen schönsten Fußball genossen, mehr oder weniger. Das war eine richtig geile Truppe. Wir sind dann 2-mal aufgestiegen in die Regionalliga damals, Durchmarsch in die 3. Liga, haben dort richtig guten Fußball gespielt. Und es war vom Fußballerischen her meine schönste Zeit. Ja. Sehr schwer. Also es sind ein paar Jahre vergangen seitdem und ich muss aber sagen, so die Jahre, 2-3 Jahre danach, war es für mich immer richtig schwierig, nach Heidenheim zu gehen. Nicht, weil ich da schlecht aufgenommen worden bin, sondern eher so das Gefühl, nicht mehr bei der Mannschaft zu sein, das Gefühl, nicht mehr im Fußball dabei zu sein. Das fehlt einem brutal nach dem Fußball. Aber wie ich dort immer aufgenommen werde, auch jetzt noch, wenn ich nach Heidenheim komme, ist gigantisch. Die Jungs außen herum, um den Fußball, um die Mannschaft herum, sind ja teilweise noch die gleichen, die im Stadion sind und da wird man immer richtig toll aufgenommen. Ja. Ich war ja dann noch 2 Jahre Co-Trainer nach meiner Karriere in der Oberliga mit dem Wolfram Eitel als Cheftrainer und das war im Gespräch, dass ich eine Jugendmannschaft übernehme. Durch das, dass ich aber jetzt hier einen Lehrerjob habe, hier in Ehingen in der Nähe von Ulm, ist es relativ schwierig, das zu arrangieren, dass man quasi 4-mal in der Woche nach Heidenheim bzw. 5-mal in der Woche nach Heidenheim fährt und dann noch hier den Lehrerjob ausübt und Familie hier hat, ist schwierig. Hä, was soll ich da groß machen? Ja, gewonnen. Zwei Gegner auf Scheiße. Ja, das war ja auch Leistungsverweigerung. Ja, hält einfach was, komm. Okay, Jungs. Auf den SC Steig! Verdammt geile 3 Punkte! Wir laufen keine Namen! Wir können Sportgala! 1-3, fuck es! Zicke, zacke, zicke, zacke!